Lust abzunehmen? Dann seid ihr bei meiner Stoffwechselkur Rezeptreihe genau richtig. Tag 14 haben wir ein Pangasius-Filet mit einer Dill-Senf-Gemüsesoße. Schmeckt absolut lecker. Und hierzu benötigt ihr eine halbe Zucchini, diese in Streifen schneiden, eine Zwiebel vierteln, dann eine Paprika in mundgerechte Streifen schneiden, ein paar Tomaten, eine Karotte klein schneiden, alles auf ein Backblech geben für 35 Minuten. Schön gewürzt in den Backofen bei 180 Grad geben. Wenn das gemacht ist, den Rest von der Zucchini klein schneiden, noch eine Karotte in Streifen schneiden, eine Kohlrabi auch in kleine Würfel schneiden, dann in eine Pfanne mit einem kleinen Klecks Öl geben, scharf anbraten, würzen mit Salz und Pfeffer, herausnehmen, dann einen Knoblauch klein schneiden, euer Filet würzen mit Salz, Knoblauchpulver und Pfeffer, dann in den Backofen für gut 15 Minuten geben. Währenddessen püriert ihr mit etwas Skyr und Wasser noch eure Soße, gebt sie in eine Pfanne, gebt dann noch etwas Senf dazu, Zitronensaft, Dill, gut durchrühren, würzen und dann könnt ihr auch schon euer Filet anrichten und genießen.